Zugeschaltet jetzt aus Brüssel Jörg Meuthen, Abgeordneter des Europaparlaments, derzeit parteilos, aber eben mal Mitglied der AfD gewesen. Willkommen und guten Morgen, Herr Meuthen. Abgrenzung und ich bin das Problem los. Bitte? Abgrenzung, so wie es Frau Faeser sagt, und ich bin das Problem los, AfD und Inhalte? Nein, keineswegs. So einfach ist das nicht. Ich habe mich ja selber am Wochenende ausgesprochen für eine klare Brandmauer zur AfD. Wer aber glaubt, dass man es mit einer Abgrenzung alleine erledigen könnte, der irrt ganz gewaltig. Es gibt ja Gründe dafür, warum die Menschen zur AfD laufen in großer Zahl. Und wenn man an diese Gründe nicht rangeht, dann wird es mit der Abgrenzung alleine nicht getan sein, sondern dann wird die AfD weiter steigen. Es ist so, dass die AfD als einzige echte Oppositionskraft wahrgenommen wird, ich betone wahrgenommen wird, und das gegen diese katastrophale Ampelpolitik, die wir de facto haben. Das heißt, es braucht eine vitale Opposition dagegen und die zentrale Rolle, die da zu erfüllen ist, ist die einer echten Oppositionspartei. Solange die Union das nicht imstande ist auszufüllen, weil sie einen zu starken Kuschelkurs mit der Regierung, speziell mit den Grünen, fährt, wird das leider so weitergehen. Aber sehen Sie da wirklich einen Kuschelkurs mit der Regierung, vor allen Dingen den Grünen? Also gerade Friedrich Merz hat jetzt ja sogar gesagt, der Hauptgegner quasi seien die Grünen. Und was wir da in den vergangenen Wochen und Monaten sowohl vom CDU-Chef als auch vom CSU-Chef, da ja fast noch mehr, gehört haben, das ist ja eine sehr, sehr deutliche Abgrenzung gegenüber den Grünen. Sie ist aber erstens nicht inhaltlicher Natur. Zweitens, ich habe das mit sehr wohl wahrgenommen, was Herr Merz da gestern gesagt hat. Ich halte das für völlig richtig. Ich halte das für überfällig. Dann muss man das aber eben auch machen. Also was die Union macht, sie ist da praktisch gefangen. Sie sitzt in vier Landesregierungen mit den Grünen gemeinsam. Und was ein besonders katastrophales Signal war, war, als Herr Günther in Schleswig-Holstein nach der Landtagswahl die Entscheidung zu treffen hatte, ob er konnte das frei entscheiden, ob er mit der FDP oder den Grünen zusammengeht, da ist er mit den Grünen zusammengegangen. Ja, das ist ein Kuschelkurs. Und wir brauchen nicht nur eine klare Abgrenzung zur AfD, sondern wir brauchen definitiv eine klare Abgrenzung aller konservativ-freiheitlichen Kräfte von den Grünen. Und das geschieht nicht in dem Maße, weil die CDU da natürlich ein Stück weit auch gefangen ist. Sie sitzt in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Hessen, großen Flächenländern, den größten Flächenländern, mit den Grünen in einer Regierung. Der Einzige, der eine klare Abgrenzung macht, ist Herr Söder. Der sagt definitiv nicht mit den Grünen. Er kann sich das freilich auch in Bayern erlauben, glücklicherweise. Herr Meuthen, was wir momentan tun, wir versuchen Politik zu erklären, wie sie läuft. Aber scheinbar läuft diese Politik ja momentan falsch, weil es sonst nicht so viele Menschen gäbe an der Basis, die, wie Sie sagen, in der AfD eine Art ernstzunehmende Opposition sehen. Reden wir noch mal über die Gründe und vor allem, wie kommen wir dem denn dann tatsächlich bei, dieser Unzufriedenheit, der Tatsache, dass es im Osten, aber auch im Westen, muss man sagen, viele Menschen gibt, die sagen, das geht so nicht mehr. Dann eben AfD. Ja, also man muss mit den Leuten sprechen, man muss viel unter Menschen sein. Und was man dann hört, ist, dass da eine unglaubliche Frustration ist und dass die Leute sagen, ich bin gar kein Freund dieser AfD, aber ich wähle sie aus Protest gegen das, was sich vollzieht. Und ich nenne mal die Stichworte Wohnungssituation. Die Lebensmittelpreise sind um 15% binnen Jahresfrist gestiegen. Das Heizungsgesetz der Regierung, ja, das treibt die Menschen um, weil es sie unmittelbar belastet. Und man hat nicht den Eindruck, dass das von der Regierung sowieso nicht aufgegriffen wird. Aber leider auch nicht, dass die CDU da eben mit entsprechenden Konzepten dagegen durchdringt. Und dann sagen die Leute, dann rennen wir zur AfD. Die tun das nicht aus Überzeugung. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe in den letzten Wochen, ich bin mit vielem nicht einverstanden, was diese Partei ist. Und ich sehe das auch mit großer Sorge. Aber man hat doch gar keine andere Wahl. Ja, da muss man eben eine andere Oppositionspolitik machen oder gegebenenfalls auch, das wäre meine Hoffnung, mit einer anderen Partei hochkommen, dass man diese Opposition auch wirklich vertritt und dass man die Leute da abholt, wo sie der Schuh drückt. Und die drückt er ganz gewaltig. Man muss natürlich die Probleme von Menschen ernst nehmen, aber packen wir die Menschen da nicht ein Stück weit zu sehr mit Samthandschuhen an, wenn wir ausschließlich die Gründe suchen in der Opposition, in der Ampel? Ich meine,
gerade in Thüringen die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das wissen die Menschen und wählen da trotzdem die AfD. Muss man da nicht auch einfach gesellschaftlich gegensteuern und sagen, das geht nicht? Ich bin überhaupt kein Freund von Wählerschelte. Sie glauben doch nicht, dass da in Sonneberg 50% Rechtsextremisten rumlaufen. Das ist nicht der Punkt. Sondern die sagen, wir zeigen denen das jetzt mal. Und wenn sie mit den Leuten reden, dann sagen sie, nein. Das habe ich ja auch nicht gesagt, um Gottes Willen. Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen rechtsextrem sind. Aber sie machen ihr Kreuz bei einer Partei, die als rechtsextrem eingestuft ist. Und auch wenn alle anderen Punkte natürlich genauso thematisiert werden müssen, was macht die Opposition falsch, was macht die Regierung falsch, muss man doch dort aber auch ansetzen und sagen, wir als Gesellschaft müssen doch klar machen, Rechtsextreme tolerieren geht nicht. Ja, ich habe ja sehr klar gesagt, und dazu stehe ich auch aus meiner heutigen Sicht und wenn ich mir die heutige AfD betrachte, diese Brandmauer muss stehen. Aber einfach zu sagen, das geht nicht, reicht. Wir müssen dann den Menschen auch ein glaubwürdiges Angebot machen und ein ehrliches, überzeugendes Angebot machen, was anders laufen sollte. Die Menschen sind überwiegend unpolitisch, möchten ihr ganz normales Leben leben und das wird ihnen zunehmend erschwert von einer Regierungspolitik, die mit katastrophal nach freundlich umschrieben ist. Und dann rennen die eben zur AfD. Das ist ja keine Rechtfertigung dessen. Ich selbst würde ganz sicherlich die AfD heute nicht mehr wählen, was ja aus meinem Munde überraschen wird, aber ich weiß sehr, sehr genau, was ich sage. Aber dann muss ein entsprechend anderes glaubwürdiges Angebot da sein, sonst tun die Menschen das. Das ist einfach so. Jörg Meuthen, recht vielen Dank für das Gespräch.